Hallo alle zusammen! In diesem Video werde ich zeigen, wie geschwollene Kondensatoren auf dem Motherboard ersetzt werden. Warum wird es benötigt und in welchen Fällen sollten sie durchgeführt werden? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Kondensatoren sind eines der kurzlebigsten Elemente auf Motherboards, Bekanntesteilen und Grafikkarten. Im Inneren enthalten sie Elektrolytflüssigkeit, die bei hohen Temperaturen verdampft und dadurch zum Ausfall des Kondensators führt. Die Erwärmung solcher Elemente im Arbeitsteil der Hauptplatine erfolgt regelmäßig, ganz zu schweigen von dem Netzteil und anderen Elementen. Infolge ausgefallener Kondensatoren friert der Computer möglicherweise ein, startet neun, erscheint auf einem blauen Bildschirm, schaltet sich nicht beim ersten Mal ein oder schaltet sich überhaupt nicht ein. Oft verbinden Menschen die Funktionsstörungen ihrer Computerausstörung mit verschiedenen Softwarefehlern, Viren oder Fehlfunktionen von Komponenten. Kondensatoren versagen bei neuen Erzeugnissen selten. Eine Ausnahme ist, es sei denn, das Erzeugnis ist defekt. Wenn Sie eine Fehlfunktion im Computer bemerken, schauen Sie sich auf die Kondensatoren an. Plötzlich dreht sich alles um Sie. Es ist nicht schwierig, einen fehlerhaften Kondensator zu identifizieren. In der Regel sehen Sie oben eine leichte Schwellung, manchmal sogar mit bräunlichen Flecken. In seltenen Fällen tritt eine Schwellung nach unten auf, was auch durch In-Augenscheinnahme leicht festzustellen ist. Sie können die Aufnahmefähigkeit immer noch mit einem Multimeter messen, aber normalerweise reicht eine einfache Durchprüfung aus, um eine nicht funktionsfähige Komponente zu identifizieren. Um die Kondensatoren zu ersetzen, benötigen wir Folgendes. Es ist ratsam, einen Lötkolben mit einem dünnen Stich bei 40-60 Watt mit mehr zu nehmen, da sie die Platine überhitzen können. Kolophonium, Rot und Mittel zum Entfernen von Kolonium von der Platte. Es kann Alkohol oder raffiniertes Benzin sein. Wichtigste Komponente sind auch die entsprechenden Kondensatoren einer bestimmten Aufnahmefähigkeit und Spannung. Beachten Sie, dass der Kondensator explodieren kann, wenn Sie die Polarität umkehren oder einen Kondensator mit niedriger Netzspannung installieren. Wählen Sie daher das Ersatzteil sorgfältig aus und installieren Sie es richtig. Deshalb schauen wir uns die Markierungen genau an. Hier wird in jedem Fall die Spannung angegeben 6,3 Volt und eine Kapazität von 1000-5000 Mikrofarad. Die Spannung kann gleich oder mit einer größeren Leistung gewählt werden. Die Kapazität beeinflusst jedoch die Lade-Entladezeit des Kondensators und kann in einigen Fällen für den Schaltungsabschnitt wichtig sein. Daher sollte die Kapazität gleich der auf dem Gehäuse angegebenen Kapazität gewählt werden. Um ein beschädigtes Teil zu ersetzen, müssen Sie es zuerst entfernen. Nachdem wir den nicht funktionierenden Kondensator bestimmt haben, müssen wir nun die Beine des Kondensators auf Rückseite finden. Einige Schwierigkeiten können dabei auftreten, aber ich denke, Sie können damit umgehen, wenn Sie sich dazu entschließen, es selbst zu tun. Nachdem wir die Beine des Kondensators bestimmt haben, beginnen wir, einen von ihnen zu erwärmen. Kippen Sie das Element leicht von der Seite des heißen Beins. Wenn das Lot schmilzt, klebt der Kondensator.
Wir machen dasselbe mit dem zweiten Bein des Kondensators. Sie können versuchen, zwei gleichzeitig zu erwärmen und den Kondensator von Fuß zu Fuß von einer Seite zur anderen zu schwenken, bis er verfeuchtet. Bei richtiger Erwärmung und Neigung wird es problemlos verdampft. Beeilen Sie sich bei den Löten eines Elements nicht und drücken Sie nicht fest. Das Motherboard besteht aus einer mehrschichtigen Leiterplatte. Durch übermäßige Krafteinwirkung können die Kontakte der inneren Schlichten der Platine beschädigt werden. Auch eine Langzeiterwärmung kann es beschädigen. Dies kann zum Ablösen der Reißen des Kontaktplosters führen. Daher ist es auch nicht notwendig, mit einem Lötkolben fest zu drücken. Setzen Sie einfach den Lötkolben auf die Beine und drücken Sie leicht darauf. Wenn das Löt auf der Hauptplatine nicht schmilzt, können Sie ein wenig schmalzbares Löt hinzufügen. Da es früher Platinen mit breihaltigem Löt gab, wechseln immer mehr zu breifreiem Löt. Und der Schmelzpunkt ohne Bleilöt ist 20 oder 30 Grad höher. Daher muss die Lötstelle länger oder stärker erwärmt werden, was, ich bereits sagte, sehr schwierig sein kann. Daher gibt es eine gute Methode. Vor dem Löten müssen Sie mit einem beheizten Lötkolben schmelzbares Löt auf die Anschlüsse des Kondensators auftragen. So mischen wir sozusagen beide Arten von Löt. Als Ergebnis erhalten wir einen niedrigeren Endschmelzpunkt am Ort des Lötens. Beim Entfernen von Kondensator verstopft das Löt meistens die Löcher in der Platine. Wenn Sie versuchen, den Kondensator auf die gleiche Weise zu löten, wie er gelötet wurde, können Sie das Kontaktfeld und die dazu führende Spur beschädigen. Daher müssen die Löcher davon bereist und erweitert werden. Führen Sie dazu zum einen Zahnstocher oder eine Nadel in das Loch ein und lehnen Sie auf der anderen Seite der Platine einen Lötkolben gegen dieses Loch. Wenn das Löt schmilzt, tritt ein Zahntocher in das Loch ein. Dies muss sorgfältig durchgeführt werden, da das Board mehrschichtig ist und Sie die Spuren im Board beschädigen können. Wenn Sie eine Nadel verwenden, müssen Sie diese drehen, damit sie nicht am Löt verfängt. Wenn Sie eine Entlohmpumpe oder ein Geflecht zum Entfernen von Löt haben, ist es natürlich besser, diese zu verwenden. Wenn Sie vor der Installation gebrauchte Kondensatoren verwenden, müssen Sie deren Beine bearbeiten. Es ist notwendig, das gesamte Löt von innen zu entfernen. Jetzt bleibt nur noch der Arbeitskondensator zu löten. Führen Sie es dazu in die Löcher ein. Ein wichtiger Punkt. Die Hauptsache hier ist die Polarität nicht zu verwechseln. Sie ist auf der Hauptplatine und dem Kondensator angegeben. Seien Sie vorsichtig. Was kann mit der falschen Polarität passieren, habe ich bereits gesagt. Normalerweise gibt es auf dem Motherboard Bezeichnungen für die Installation von Kondensatoren. Die schattierte Seite ist Minus. Aber es ist am besten, sich daran zu erinnern, wie die alte installiert wurde. Die Kondensatoren haben auch eine Bezeichnung in Form eines Streifens mit einem Minuszeichen. Wir setzen den Kondensator ein, fetten die Beine mit Flussmittel ein und löten. Vergessen Sie nach dem Löten nicht, die Leiterplatte mit einer speziellen Flüssigkeit zu reinigen, mit Isopropylalkohol, Ethylalkohol oder mit gereinigtem Benzin. Es muss abgespült werden, dafür das Auge und sichtbare Löttröpfchen auf der Platine verbleiben können, wodurch die nahe beieinander liegenden Spuren leicht geschlossen werden können.
Ja, und ein aktives Fluss kann mit umgebenden Komponenten reagieren. Daher ist es notwendig, es abzuwechseln. Fehlerhafte Kondensatoren zusätzlich zum Motorboard können sich überhaupt befinden und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Sie befinden sich auch im Netzteil, auf der Grafikkarte und so weiter. Wenn Sie an einem anderen Gerät geschwollene Kondensatoren bemerken, können Sie diese leicht austauschen, indem Sie diese Anweisungen befolgen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.